Ja, es ist eigentlich schwer vorstellbar, was im täglichen Leben nicht aus Quarzsand besteht oder unter Verwendung von Quarzsand hergestellt wird. Das fängt an, wenn Sie morgens aufstehen, den ersten Blick aus dem Fenster werfen. Quarzsand ist der Hauptbestandteil von Glas. Und das geht dann weiter, wenn Sie ins Bad gehen, die Objekte aus Sanitärkeramik, Waschbecken, Toilette. Auch da ist Quarzsand drin. Dann geht es weiter. Sie gucken in den Spiegel, wieder Quarzsand im Glas. Wenn Sie mal Ihre Zähne sich genauer anschauen, sich daran erinnern, beim Zahnarzt mal in eine Masse gebissen zu haben, Zahnabdruckmassen werden unter Verwendung besonderer Quarze, der Cristobalite, hergestellt. Auch in den künstlichen Zähnen sind Quarzprodukte drin, insbesondere Cristobalit, ein besonders hoch erhitzter Quarz. Dann geht's weiter, Sie setzen sich vielleicht an den Frühstückstisch. In Ihrem Porzellan, in der Keramik ist Quarzsand. Es geht vielleicht weiter mit dem Auto zur Arbeit. Das ganze Thema Auto ist ohne Quarzsand gar nicht vorstellbar. Der Motor wird in Formen aus Quarzsand gegossen. Die Kunststoffteile und die Farben und die Lacke, die am Auto Verwendung finden, sind unter Verwendung von Quarzmehl. Das ist ein besonders fein vermahlener Quarzsand hergestellt, der oft hier in unserem Department Hochleistungsfüllstoffe in Frechen auch noch Oberflächen beschichtet wird. Also das ganze Thema Auto ist ohne Quarz und ohne Industrieminerale nicht vorstellbar. Man schätzt, dass für ein Auto durchschnittlich 150 Kilo Quarzsand und andere Industrieminerale Verwendung finden in der Herstellung. Das ganze Thema Kunststoffe, Farben und Lacke ist heutzutage nicht mehr denkbar ohne hochspezialisierte Füllstoffe. In der Regel sind das Industrieminerale, sehr oft Quarz, Quarzsand, der dann zu Quarzmehl gemahlen wird und dann besonders beschichtet, um eben in Farben, Lacken und Kunststoffsystemen besonders gut und festigend als Füllstoff zu wirken. Durch diese mineralischen Füllstoffe erhalten zum Beispiel Kunststoffe wieder ganz neue Eigenschaften und können eben auch im Automobilbau eingesetzt werden, wo sie wieder durch geringeres Gewicht auch zur Umweltfreundlichkeit der Automobile beitragen. Also nachhaltiges Handeln steht ja bei den Quarzwerken schon sehr lange auf dem Programm, mittlerweile auch im Unternehmensleitbild. Aber wir haben durch die Rekultivierung, aber auch eben durch das Zusammenleben hier mit den Bewohnern am Ort diesen Begriff schon sehr lange verinnerlicht. Und wir haben jetzt auch dieses Jahr zum zweiten Mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Kies und Sand bekommen, zum zweiten Mal nach 2007. Und dadurch wird eigentlich gewürdigt, dass die Quarzwerke sich eben in diesen drei Säulen der Nachhaltigkeit, sowohl Soziales, Umwelt, aber auch eben Ökonomie, sehr nachhaltig engagieren.